wie er mit diesem Switch-X-Build knapp 3000 Schaden in 10 Sekunden machen könnt, zeige ich euch in diesem Video. Ihr habt allerdings keine besonderen offensiven Fähigkeiten, welche auch nicht nötig sind, sondern eher jetzt Fähigkeiten, die speziell für die Morph-Axt ausgerichtet sind. Ich werde euch jetzt einfach mal die Fähigkeiten zeigen. Und zwar ist das Wichtigste, dass ihr auf den 5er Handwerk geht. Ich habe hier vom Shara'ish-Walda die Switch-Axe gemacht, weil es die beste aus dem ganzen Spiel meines Erachtens nach ist. Denn die hat knapp 1000 Angriff, hat eine lila Schärfe, es hat nicht mal die Ruinenergigant Switch-Axe, 510 Drachenangriff, zwei normale Slots, dann nochmal ein 30er Verteidigungsbonus. Also wenn das nicht die beste Switch-Axe ist, ne, weiß ich selber nicht weiter. Und jetzt auch schon mal zu den Fähigkeiten. Kurze Anmerkung, mein Talisman ist noch nicht komplett aufgewertet, deswegen ist die Waffe eigentlich normalerweise noch viel, viel stärker. Und ich habe hier folgende Fähigkeiten. 5er Handwerk ist extrem wichtig. Dann noch ein 4er Drachenangriff. Ihr könnt natürlich den Talisman bis Stufe 5 aufwerten. Und dann kommt er auf den 6er Drachenangriff. Dann haben wir noch einen 3er Gesundheitsboost, welcher extrem wichtig ist für allgemein für Meisterrang-Quests. Dann noch eine 3er Superwaffe, um das versteckte Element und das Drachenältestensiegel auf Level hoch freizuschalten. Schwächevorteil kommt eigentlich immer drauf, ist extrem wichtig. Dann nochmal eine 3er Ausweichdistanz. Die Fähigkeit ist extrem gut für Switch-X-Spieler, weil sie diesen Ausweich-Move haben, ohne jetzt ihre Waffenstellung zu ändern. Dann dreimal göttlicher Segen könnt ihr meinetwegen ändern, aber ich finde es für Meisterrang-Quests ist extrem nützlich und eine Kraftverlängerung ist auch nicht schlecht, damit ihr diese Double Zero Sum Discharge Combo öfters mal ausführen könnt. Da seht ihr links die Teile. Ich habe zweimal Kushala-Teile verwendet, denn die haben jeweils ein Zweier Handwerk. Ihr könnt natürlich von dem Brustpanzer auch der Alpha verwenden. Die hat einen Dreier Handwerk. Ich habe jetzt aber das Beta genommen, weil ich dadurch mehr Slots habe. Ihr könnt euch mal angucken. Ich habe einen Drachenjuwel mit reingepackt. Dann noch zwei Schutztalismane. Auf den Helm haben wir Ausweichdistanz und Kraftverlängerung. Dann haben wir auf der Brust Zweier Handwerk, hatte ich ja schon gesagt. Auf den Artian Armschienen auch mal eine Zweier Superwaffe. Auf den Rocken 2er Gesundheitsboost und da haben wir wohl richtig schöne dicke Slots dabei. Und auf den Beinschienen haben wir 2er Ausweichdistanz und 2er Handwerk. Also ist ein richtig tolles Switch-X-Build. Und wenn ich die Waffe raushole, haben wir jetzt ohne irgendwelche Buffs 1208 Angriff und 640 Drachenelement. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Jagd und viel Spaß mit dem Switch-X-Build. Was ich in dem Video gezeigt habe am Anfang, war diese Doppel Zero Sum Discharge Combo.